Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich möchte heute gerne noch mal etwas machen, was ich schon mal gemacht habe und was auch das erste Video war, beziehungsweise ist, was so richtig viral gegangen ist auf meinem Account. Und das ist Lash Lifting. Also es ist noch eingepackt, deswegen spiegelt das jetzt noch so. Ihr seht da gerade die Lichter von meinem Schminktisch. Ich dachte, wir probieren das jetzt heute einfach nochmal. Und ja, das alte Video ist mit einer ziemlich schlechten Kameraqualität, ist schon, ich glaube, 2 Jahre alt jetzt und ich dachte, das müssen wir auf jeden Fall mal aktualisieren. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal das hier auf. Ich schaue mal, ob ich hier irgendwo meine Nagelschere. Machen wir mal dieses Paket auf. Welches genau ich benutze, welches Paket, das verlinke ich euch übrigens wieder in der Infobox. Da könnt ihr dann einfach mal nachschauen. So. Ich habe es jetzt ausgepackt. Hinten drauf ist auch eine Gebrauchsanweisung. Und es ist eigentlich genauso wie letztes Mal. Ich mache mal auf. Aber es sieht anders aus. Also scheinbar gibt es ein neues Paket. Habe ich nicht gesehen. Wir haben jetzt hier so richtig edel eingepackt, diese Pads. Dann gibt es noch so, ne? Wofür die genau sind. Also diese kleinen. Bin ich mal gespannt, weil es könnte sein, dass man damit die Wimpern an das Pad drücken kann. Dann sieht das ganze Set genauso aus wie das von damals. Ich drehe die mal so rum, dass man das hier gut sehen kann. Hier ist der Kleber, da das Permanent-Zeugs, das Fixation-Zeug, Nutrition Cleanser und hier sind so die Pads drin, die man sich nachher übers Auge macht. Und noch ein Cleaning-Tool. Mal gucken, ob die auch noch aussehen wie damals. Das weiß ich nämlich gerade noch gar nicht. Ja, die sehen wieder genauso aus wie damals. Mit denen habe ich damals aber auch nicht gearbeitet, wenn ich mich richtig daran erinnern kann, weil das einfach nicht für mich funktioniert hat. Ja, nehmen wir jetzt hier einfach, also das war so da drin, wie bei so einer Toffifee-Packung. Dann gucken wir mal, was wir als erstes machen müssen. Use the cleanser, bla bla, to remove all dust and makeup residue. Okay, ich denke, wir werden wieder ein paar Wattestäbchen brauchen. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Wir jetzt hier den Cleanser. Nehmen wir das auf und dann war da immer genau so ein Plastikteil. Leider fixiert das nur meine leider sehr unschönen Fingernägel. Krieg's nicht auf. Ich hab's auf. So, jetzt nehmen wir das Wattestäbchen und den Cleanser. Dann tunken wir das da einmal rein. Dann würde ich sagen, machen wir damit einfach mal über die Wimpern. So, dann soll ja alles glänzen, was eventuell noch da drauf sein könnte. Ich glaube, das musste man beim letzten Mal nicht machen. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar letztes Mal besser war, denn so ist dann natürlich auch, also durch den Cleanser machst du normalerweise am Ende einfach alles ab. Und wenn du den jetzt am Anfang drauf machst, kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen schwierig werden könnte. So, Cleanser haben wir drauf. Was machen wir als nächstes? Apply the eye pads under the eyelids to protect your skin from the lotions. Dafür sind die Dinger jetzt. Die waren nämlich beim ersten Paket damals nicht drin. Das heißt, die macht man unter die Augen. Wir sind dann hier immer drin. Ich hoffe direkt 2. Okay, also es sind immer 2 da drin und die sind noch mal auf so einer Folie. Kannst du dann so abziehen. Dann machst du das unter die Augen. Da bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Ich fühle mich wie beim iPads auftragen. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie wir das gerne hätten. Die sind aber sehr fest, also ich kann nicht mehr gut runtergucken. Vielleicht habe ich das auch falsch fixiert, weil eigentlich gibt es dann ja nicht so viel falsch zu machen. Ich muss es auf Augenhöhe nehmen. Ich kann nicht in die Kamera gucken, in meine Hände gucken. Wir haben es. So, andere Seite auch. So.
kann meine Augen gefühlt gar nicht mehr bewegen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Das ist wahrscheinlich, damit halt nichts da drunter kommt. So, ich denke, so können wir das lassen. Was ist denn die nächste Aufgabe? Put glue on the iPads, then place it on the upper part of the eyelid and make sure it stayed. Okay, das heißt, wir suchen uns jetzt ein paar Lifting Pads aus. Das mal aufmachen. Da sind auf jeden Fall ein paar verschiedene drin. Ich muss ein bisschen runter tun, ich kann sonst nicht mehr gucken. Das ist unfassbar. Also bis jetzt sind die eher nervig im Vergleich zu damals. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. So, normalerweise stehen da jetzt ein paar Größen drauf. Schauen wir doch mal, ob die ersten zwei... Oh, die sehen aber ganz schön groß aus. Okay, wir nehmen mal nicht die kleinsten. Man muss sagen, je kleiner die sind, desto höher geschwungen werden die Wimpern. Gucken wir mal, was sind das denn hier für Größen? Steht da was drauf? Ja, ganz klein und durchsichtig. M. Und M. Okay, dann nehmen wir jetzt die beiden. Dann hat was Kleber drauf. Moment, erstmal räume ich hier meinen Platz auf. Ihr werdet jetzt gleich denken, ich habe einen kompletten Dachschaden. Aber ich sehe gleich aus wie der größte Otto. Ich werde jetzt, normalerweise würde ich beide Augen gleichzeitig machen. Dann sehe ich aber gar nichts mehr. Deshalb werde ich jetzt erst das linke Auge mit euch zusammen machen und das zweite dann gleich nachholen. Also wundert euch nicht, dass ich jetzt gleich... Ja, ein bisschen komisch aus. So, wir haben jetzt hier den Kleber. Da vor ist gleich das Blabla und dieses Silikonmädchen. Dann packen wir den Kleber hier drauf. Und dann wird der auf, also wird das hier auf unser oberes Augenlid gegeben. Ich muss mal den zweiten Spiegel nehmen, sonst sehe ich nämlich leider gleich gar nichts mehr. Und ich muss das mal eben hier unten ordentlich machen. Ich weiß nicht, ob ihr gerade noch seht, was ich tue. Das sehe ich dann natürlich beim Schnitt. So. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich so 1:1 mal morgens in der Notaufnahme aussah, weil ich allergisch gegen Mücken bin und wir campen waren, aber kommt schon echt nah dran. Das lassen wir jetzt wahrscheinlich mal eben antrocknen. So, schön festbleiben. Zeit können wir schon mal gucken, was wir als nächstes machen müssen. Apply the glue on the eyelashes to keep it stuck to the lift pads for 1 minute. Okay, dann würde ich jetzt sagen... Machen wir jetzt was Kleber hier drauf und versuchen es mal mit so einem Stäbchen, weil ich denke ehrlich gesagt, die anderen Stäbchen sind zu groß. Ich hole mal beide aus der Packung und dann probieren wir einfach mal ein bisschen rum. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört, aber gerade fängt es draußen richtig an zu regnen. Also sind schon süß, die Dinger, muss man an der Stelle auch mal sagen. Ne? Also knatschpink. Das tut mir so leid, dass ich euch den ganzen Tag meine hässlichen Nägel zeige. Ne? Aber... Das fixen wir auch noch. Wir machen jetzt einfach ein ganzes Ready for Summer Special. Was haltet ihr davon? Das hier wird Part 1, obwohl es ja theoretisch schon Part 2 ist, denn ich habe ja auch schon meine Augenbrauen gefärbt, wobei das jetzt auch schon ein paar Wochen her ist. Also das könnte ich eigentlich nochmal mit euch zusammen machen. Aber das mache ich dann, denke ich mal, in Form eines TikToks nochmal, weil das alles, also ich muss euch ja nicht 10-mal auf YouTube zeigen, wie ich meine Augenbrauen färbe. Also falls ich da irgendwie eine neue Technik oder irgendwas anderes ausprobiere, dann sage ich euch natürlich Bescheid. Probieren es jetzt erstmal mit dem hier. Ich gehe schwer davon aus, dass das zu groß sein wird. Probieren es direkt mit dem anderen. Oh, die erste Wimper bleibt hängen. Es kann auch sein, dass ich gleich noch was Kleber dazu tun muss.
vorbei. Gerade klappt es ganz gut. Jetzt habe ich das Stativ verschoben. Was sagt ihr so dazu? Hinten ist noch komplett eng zusammen, das ist doof. Weil so wie die jetzt kleben, Leute, so sind die nachher auch gebogen. Das bedeutet, wenn die jetzt alle übereinander hängen, dann sind die auch nachher alle übereinander gebogen. Und das wollen wir natürlich nicht. Deshalb versuchen wir, die so ein bisschen auseinander zu ziehen. Beziehungsweise versuchen die erstmal überhaupt oben halten zu kriegen. Bin so gespannt, Leute. Ich bin so gespannt. Ich habe nämlich vor kurzem das Set von vor 2 Jahren gefunden. Habe es ausprobiert und dachte so, ach komm, das funktioniert doch bestimmt noch. Und ja. Also da ich ein neues Set gekauft habe, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, es hat nicht mehr funktioniert. Und ich dachte mir so, bevor ich nachher keine Wimpern mehr habe, kaufe mir lieber ein neues Set. Muss mal eben den Pinsel, klar, einen anderen Spiegel nehmen. Weil hier vorne sind ein paar hartnäckige Wimpern, die haben keinen Bock. Und hier hinten sind auch noch ein paar. So. Das Wimpernpad da, das muss auch kleben bleiben. Sonst funktioniert das hier alles nicht. So. Jetzt gleich wird wahrscheinlich dasselbe passieren wie beim ersten Set, was ich zwar nicht hoffe, aber ich denke nur, weil jetzt so ein neues Teil dabei ist hier, also diese kleinen Dinger, ich denke nicht, dass deswegen die ganze Formel umgestellt wurde. So bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, wie es jetzt klebt. Jetzt müssen wir das mal eben antrocknen lassen und gucken, ob noch irgendwas abgeht. Dafür gucke ich jetzt immer hier unten in den kleinen Spiegel. Wir warten jetzt mal so 30 Sekunden noch. Wenn da nichts abgeht, dann gehen wir über zum nächsten Step. Und da bin ich auch schon wieder. Wir haben jetzt ein bisschen gewartet. Gehen jetzt noch einmal mit dem Bürstchen da drüber. Ja, das fühlt sich alles fest an. Nehmen wir die Perm Lotion. Müssen wir wieder das Deckelchen abfriemeln. So. Boah, die stinkt richtig nach Bleiche. Also, wir müssen das hier jetzt drauf machen und 10 bis 12 Minuten einwirken lassen. Normalerweise soll man Alufolie, klar, Frischhaltefolie da drauf machen, aber das werde ich jetzt nicht machen. Ich hoffe, es funktioniert auch so. Aber sonst werden wir uns an die restlichen Vorschriften werden wir uns halten, aber ich glaube, wir haben gerade keine Frischhaltefolie hier und dann wäre es voll kacke. Und hier habe ich letztes Mal gelernt, es ist ganz wichtig, dass das nicht in die Augen kommt, denn das beißt und brennt wie Sau. Okay, ich hoffe, ihr seht jetzt, wenn ich das auftrage. Wartet. So. Ich hoffe, ihr könnt das so gut sehen. Ich denke schon. Okay, dann fange ich mal an, das aufzutragen. In der Hoffnung, dass es auch dran kleben bleibt. Das Wichtigste ist wirklich, dass nichts in die Augen kommt, denn dann ist vorbei, Leute. Dann müsst ihr euch direkt die Augen ausspülen und das auf den Kleber warten hat sich schon nicht mehr gelohnt. Ja, und jetzt passiert genau das, was ich gedacht habe, wie beim letzten Mal. Ein paar Wimpern lösen sich. Ich hoffe, die kriegt man wieder festgepappt. Wir halten jetzt einfach ein bisschen das Teil hier drauf. So. Okay, Leute. Ich habe es jetzt drauf gemacht. Ein paar der Wimpern lösen sich. Ich werde das jetzt versuchen zu fixen. Dann sehen wir uns in 10 Minuten wieder, wenn ich das nächste drauf machen kann. So, das ist bis jetzt so das Zwischenergebnis. Jetzt kommt Fixation. Ja, die Fixation, die fixiert auf jeden Fall. Aber nicht in der Kamera. Dafür nehmen wir jetzt auch wieder ein Wattestäbchen und tunken das da einfach
komplett rein. Oh, oh Gott, oh Gott. War vielleicht ein bisschen viel. Da haben wir es. Das muss jetzt auch auf die Wimpern. Oh Mama, ich habe gerade so gekämpft, dass die da drauf bleiben, ne? Die gehen doch jetzt sicher wieder alle ab. Das Einzige, was ein bisschen nervt bei der ganzen Sache, dass du immer wieder deine Wimpern da festmachen musst, weil sie einfach nicht halten. Mir ist auch zu spät eingefallen, dass ich als Kleber eigentlich extra noch Wimpernkleber geholt habe, damit es besser hält. Aber ja, fürs nächste Mal wissen wir dann Bescheid. So, sieht das ein bisschen chaotisch aus hier. Die Wimpern gehen auch teilweise wieder ab. Aber wir schmieren jetzt richtig schön damit ein, dass sie gar keine Chance mehr haben abzuhauen, sodass sie einfach im dicken Zeugs hängen bleiben. Das hat gerade geklappt. Habe ich da etwa gerade eine Wimper befestigt? Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt müssen wir leider wieder 10 Minuten warten. Ich zeige es euch gleich. So, die 10 Minuten sind schon wieder um. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum Ende. Denn jetzt müssen wir nur noch diese Lotion mit dem Cleanser abmachen. Wiping with the Compsite. Okay, leider verstehe ich nicht, was die von mir möchten. Aber eigentlich müssen wir jetzt nur mit dem Cleanser das Ganze abmachen. Das bedeutet, ich würde sagen, das, was an überschüssigem Blau noch drauf ist, das machen wir jetzt mal hier mit so einer, also das ist die andere Seite von dem, was war's? Fixation. Der leeren Seite, also mit der freien Seite, machen wir jetzt das überschüssige Blaue mal ab, würde ich sagen. Aber vorsichtig, ohne das, was ins Auge kommt. Ich sehe es schon kommen, Leute. Ich sehe es schon kommen. Okay, es ist noch nicht alles ab. So. Und jetzt kommen wir eigentlich zum schönen Teil. Denn jetzt nehmen wir den Cleanser wieder. Noch ein Wattestäbchen. Ich weiß, leider ist das eine richtige Verschwendung an Wattestäbchen hier, aber normalerweise, wenn man beide Augen gleichzeitig macht, dann braucht man ja nicht so viele Wattestäbchen. Und dann nehmen wir jetzt den Cleanser, tunken da nochmal rein mit einem neuen Wattestäbchen. Und ich weiß leider nicht, welches davon das alte Cleanserstäbchen war. Normalerweise kann man dann einfach so hier drüber gehen und den Klebe, also die vom Pad ablösen. Gleichzeitig natürlich gucken, dass man die ganzen Chemikalien abmacht, ohne sie aus Versehen im Auge zu verreiben. Letztes Mal habe ich noch meine Wimpern gefärbt. Danach mache ich jetzt heute nicht. Würde ich vielleicht dann noch mal in einem extra Video morgen für euch aufnehmen. Vielleicht auch in einem TikTok, also folgt mir da gerne. Da habe ich jetzt auch vor, mal ein bisschen mehr Beauty-Angelegenheiten zu machen. Oh, ich glaube, habt ihr das jetzt überhaupt gesehen? Ich habe auf jeden Fall so ganz vorsichtig mit den Bewegungen da drüber gemacht. Da klebt noch irgendwas Klebermäßiges an der Wimper. So, jetzt sind die Wimpern ab. Jetzt geht man mit diesem Teil ganz vorsichtig unter das Pad. Wir können das Pad auch einfach abziehen, also so weh tut das mit dem Kleber nicht. Aber es ist trotzdem ein Ticken angenehmer, wenn ihr einfach mit dem Teil da drunter geht. Und voilà, das Pad ist schon mal ab. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, hier die Klebereste abmachen mit dem Cleanser. Mit den Fingern. Denn wenn die jetzt fertig sind, dürft ihr 48 Stunden lang nicht mit Wasser an die Wimpern. Und wenn ihr dann nachher nochmal Abschminkzeug oder sowas benutzt, um die Wimpern sauber zu machen, dann ist das jetzt nicht so die beste Idee. So, ich habe es jetzt, soweit es ging, abgemacht. Jetzt kommt als letzter Schritt, denn ich habe ja hier noch ein freies Ende.
Nutrition nochmal drauf. Das hatten wir nämlich noch nicht. Das ist, Moment, dieses hier. Und sieht ein bisschen aus wie Öl. Vielleicht ist es auch Öl. Ich habe keine Ahnung. Das steht nämlich nicht dabei, weil der Rest der Packung auf einer asiatischen Schriftsprache geschrieben ist, die ich nicht lesen kann. Oh. Ja, von der Konsistenz könnte es schon Öl sein. Das ist gelb. Und das arbeiten wir jetzt einfach ein bisschen in die Wimpern ein. Oh. Also das brennt auch nicht im Auge. Ich piek's mir nur dauernd ins Auge. So. Und wenn das auf alle Wimpern verteilt ist, dann bin ich echt mal gespannt, wie das Endergebnis ist. Jetzt bürsten wir die einmal durch. Und dann haben wir den direkten Vergleich zwischen gemachten Wimpern und nicht gemachten. Da haben wir hier diese coolen Bürstchen. Bürsten wir da mal durch. Und so kriegen wir dann eventuell auch noch die letzten Klebereste, die da drin sind, weg. So. Schauen wir mal. Ich hole euch jetzt mal was näher, beziehungsweise ich rutsche mal was näher zu euch. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied erkennen könnt. Aber hier sind die jetzt ganz flach und gerade nach vorne. Und hier haben sie einen ganz leichten, feinen Schwung. Jo, das war es theoretisch auch schon mit dem Video. Ich werde jetzt offscreen, also nachdem die Kamera aus ist, die zweite Seite noch machen. Aber ja, hier werde ich euch jetzt mein Foto einblenden, wie es aussieht, wenn es denn fertig ist. Und dann würde ich einfach mal sagen, also ich finde, es ist super geworden. Und ja, dann möchte ich jetzt einfach mal sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!